Hallo Ladies and Gentlemen. Nein, Spaß. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Part Enshrouded. Im letzten Part habe ich euch ja quasi mit einem Cliffhanger stehen lassen, beziehungsweise was heißt Cliffhanger? Wir waren ja an der Stelle, wo es wahrscheinlich eigentlich jetzt spannend geworden wäre, aber ich habe den Part dann einfach beendet. Tja, und deswegen würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall an dieser Stelle weiter. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen und zack, let's go! Gut, wir sind hier stehen geblieben im letzten Part und wir haben ja in dem Brief da unten gelesen, dass hier wahrscheinlich ein Gladiator auf uns wartet. Das heißt, wir werden auf jeden Fall essen, trinken und ja, vielleicht würde ich mal ganz kurz mal sagen, baue ich mir mal einen Flammenaltar, den ich hier hinstelle, weil es wird nämlich gerade schon wieder dunkel. Und außerdem habe ich keinen Ausgeruht-Buff mehr. Deswegen reisen wir jetzt mal ganz kurz noch nach Hause, bevor wir hier loslegen. Gehen schlafen und ruhen uns aus und dann kommen wir gestärkt wieder hierher zurück. Einmal Schlafi-Schlafi machen. Gute Nacht. Wobei es noch nicht mal dunkel ist, gell? Hier könnte ich eigentlich auch ausbauen. Jetzt weiß ich nur gar nicht, ob ich schon... wo war denn das jetzt, Leute? Wartet mal. Tagebuch. Werkstätten. Werkbank. Was habe ich denn alles für Blöcke? Ich brauche nämlich eigentlich irgendwas cooles Holzmäßiges. Veredelter Holzblock, den habe ich. Genau, dafür brauche ich die Holzbretter, aber ich habe ja auch Holzscheite. Okay, das heißt, den kann ich auf jeden Fall machen. Den Miasma-Holzblock, den hatte ich ja schon. Grober und geteerter. Nee, auf jeden Fall cool. Dann habe ich den veredelten und mit dem kann ich ja dann hier auch mal ein bisschen verschönern, würde ich sagen. Dass es hier auch ein bisschen gemütlicher ist. Auf jeden Fall sind wir ausgeruht. Und haben gut geschlafen. Deswegen einmal zurück hier. Ich hoffe, euch geht's auch gut und ihr habt auch gut geschlafen. Oder werdet dann gut schlafen? Ach, keine Ahnung, vergesst einfach, was ich gerade gesagt habe. Genau, also. Bei uns passt alles. Ich bewaffne mich instant wieder mit meinem Bogen. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kraxel ich auch erstmal wieder hier so hoch. Um zu sehen, was da über... Ah, oh mein Gott, hier, da lauert er, der Bösewicht. Und jetzt haben wir es da oben auch stehen, Wuka-Gladiator. Wuka-Zeremoniehügel. So, dann möchte ich jetzt bitte hier... Hallo? Oh, manchmal... Ich möchte da hoch... Okay, das war mal wieder... Richtig gut gespielt. Ich bin ein richtiger Pro, wie ihr seht. Da ist der Typ. Und noch hat er uns nicht gesehen. Also, ganz vorsichtig. Okay, jetzt bin ich zumindest hier. Oh, und er kommt. Oh, oh. Komme ich da rauf? Nee, ich glaube nicht. Das ist natürlich belastend. Gibt es da irgendwas anderes, wo ich hoch kann? Keine Ahnung. Aber ich treffe ihn zumindest. Oh, der war gut. Der auch. Ich muss in sein Gesicht zielen. Jawohl. Okay, wisst ihr was? Wir können ja auch mal die anderen wegmachen. Gerade die Heiler. Und dann hat jemand im letzten Part... Nee, nicht im letzten Part, als ich eben diese... Plünderermutter gemacht habe, hat jemand geschrieben, dass es natürlich mit dem Bogen nicht so viel Action gibt. Wartet mal, da hinten ist dieses Ding. Ich will das mal ganz kurz ausprobieren, ob mir das irgendwas bringt. So, und dann... Uah! Nein, das wollte ich nicht. Komm, dann. Dann werden wir ihn jetzt so einmal bekämpfen. Wie, was tust du? Hallo? Tschüss. Aua, der hat mich trotzdem noch getroffen. So ein Blödmann. Komm mal ein bisschen in die Mitte. Ja, genau. Ja,
So. Einmal auf den Popo geklatscht. Was tut er jetzt? Na, hast du schon Arschweh? Ich könnte mich aber mal kurz heilen. Das schadet ja nicht. Oh no. Jetzt haut er wieder nach uns. Ich brauche ein bisschen Ausdauer. Oh, jetzt hat er mich ja irgendwie doch erwischt. Was machen Sachen? Was macht er denn? Da heilt er sich da, wenn er so... Nee. Lass mich raus. Hallo? Ha. Bin ich jetzt der neue VUCA-Gladiator, wenn ich mit dem fertig bin? Na komm, gut, 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 gut. Jee, behalt deine Sabber mal für dich. Und wieder drauf auf die Mutti. Oh, jetzt macht er wieder sein Schläfchen. Können wir auch einiges. Na komm, 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 komm. Jawohl. Oh, hat er einen Dickbauch. Ich habe ihn geschafft. Und zwar komplett komplett ohne Pfeil und Bogen stimmt nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. So hattet ihr vielleicht ein bisschen mehr Action. Wo ist denn noch was zum Looten? Hier hat er was zerdeppert. Ihn habe ich ja schon gelootet. Können wir den da noch looten? Ja, genau, ihn hatte ich ja schon. Ja, was ist denn hier sonst noch? Musste hier nicht irgendwo vielleicht auch eine Kiste oder so sein? Das ist jetzt hier die Frage. Ich sehe jetzt aber nichts. Ich sehe keine Kiste. Was hat er uns jetzt eigentlich gegeben? War das der da? Ich glaube, oder? Ja, unserer ist aber trotzdem besser. Na gut. Ist denn vielleicht hier an der Seite noch irgendwas? Hier geht's runter. Hier ist noch was zum Looten. Jetzt habe ich natürlich keine Werkbank mitgenommen. Ja, da fehlt mir Garn und Holzscheite. Belastend. Was ist denn da hinten? Waren wir da schon? Nee. Dann düsen wir jetzt mal dahinter. Hier runter. Und dann nehmen wir das. Kann ich das nicht nehmen? Doch. Klauen wir ihnen das wertvolle Fell. Es geht hier nichts. Und hier sehe ich auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Hier unten ist da auch wer. Sieht irgendwie nicht so aus. Jetzt schauen wir mal runter. Es kann doch gar nicht sein, dass hier gar niemand ist. Da hinten ist einer. Okay. Ich verbessere mich. Da hinten war einer. Oh, hier und hier habe ich den Ausgeruht-Buff auch irgendwie. Was gibt's hier? Irgendwie sieht es hier so aus, als wäre hier nix. Na gut. Wenn hier nix ist, dann dampfen wir halt wieder ab. Ja, ja, wir müssen auch immer noch gucken. Weil ich ja eigentlich da hoch wollte. Das machen wir jetzt nochmal.
Jetzt müssen wir in die Richtung. Ach ja, stimmt, aber der. Ha, wie heißt's? Dieses Ding da vorne, was ihr seht, das ist ja auch noch da. Ich glaube, da gehen wir mal zuerst vorbei. Ich habe ja noch meinen Bogen und die andere Waffe. Das heißt, ich bin auch nicht waffenlos, aber hungrig bin ich. Ach genau, den Wuka-Kopf, da habe ich noch bekommen. Stimmt, jetzt sehe ich ihn gerade in der Leiste. Ja, easy, easy. Dann haben wir nämlich da auch schon wieder so einen Schrein. Nee, nicht Schrein. Mann, wie. Eine Warte, eine Warte. Ich hab's, Leute. Dann haben wir nämlich hier auch schon wieder so eine Warte freigeschaltet. Genau, die Niederauen-Warte. Dann machen wir die auf jeden Fall jetzt. Oh, und ich bin Stufe 9. Nice. Das heißt, ich habe wieder zwei Fähigkeitspunkte. Okay. Muss ich mal wieder überlegen. Dafür brauche ich fünf. Ich glaube, ich warte noch, bis ich fünf habe, weil dann will ich mir dieses Ding da holen. Das mit den mehreren Stats, die ich dann auf einmal bekomme. Hallo. Einmal hoch, bitte. Okay, das heißt, hier werde ich wahrscheinlich wieder viel haben, was ich looten kann. Ich würde wahrscheinlich, wenn es wirklich viel ist, einfach vorspulen, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Eventuell, ich bin mir noch nicht sicher. Hier geht es auf jeden Fall rein und da ist auch schon ein Knopf. Den machen wir doch gleich mal an. Dann schauen wir auf The Balcony. Na? Water. I want to have a cup of water, please. So, und da geht's nämlich auch lang. What is here? Eine Kiste und solche komischen Dingsy-Dingsys. So, erfolgreich umflogen. Waldlangbogen. Hat das die Welt gebraucht? Ich weset nicht. Ja, okay. Dann waren wir jetzt bei der Kiste. Und düsen wieder zurück. Okay, das heißt, die Tür hier ist jetzt offen. Und wir können unsere Blicke hier rein warten. Haha. Ist schon wegen der Warte und Warten. Gut, also dann einmal nach oben. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Tür. Dafür müssen wir einen Knopf finden. Aber zuerst mal wieder einmal hier alles plündern. Gut, dann bleibt uns ja eigentlich nur der Weg. Die Dinger hier sind aktuell noch aus. Das ist einfach dann. Die werden dann beim Rückweg wahrscheinlich kacke. Gut, Knopf ist gedrückt. Und sie sind activated. Ach so, aber so getrennt. Okay, ja dann. Oh, wow, hier ist ja viel zum Zerstören. Ich wette mit euch, mein Inventar ist gleich wieder voll. Hier ist auch eine Tür, wo wir auch wieder ein Knöpfchen brauchen. Hier ist eine Tür und hier ist eine Tür. Gehen wir doch mal zuerst da lang. Wir looten uns den Weg frei. Oh, hier sind wieder diese Dinger. Hier ist nichts. Hier ist Balkon.
Oh, und eine Kiste. Mit Feuerbällen. Hier kommt man wieder nach oben. Ach so, wartet mal, wenn ich... Da kann ich nicht aufmachen. Hier ist ein Knopf. Nee, das war auch nicht für die Tür. Dann glaube ich, wenn ich weiß, dass es jetzt hier wieder nach oben geht, gehen wir einfach mal zurück. Hierher. Ach so. Ah, die Tür hat sich jetzt geöffnet. Okay. Und hier ist ein weiterer Knopf und eine goldene Chest. What is there? Ein Hirte des Donners Fernkampfwaffen Stab Stufe 7. Ah, was habe ich gesagt? Rucksack ist voll. Schutt kann weg. Steine können weg. Das kann weg. Dieses Myzel kann auch erstmal weg. Ja. Okay. Jetzt müsste ja theoretisch die andere Tür auf sein. Genau. Da geht's halt jetzt... Ach nee. Okay, also wir hätten, wenn wir den anderen Weg zuerst gegangen wären, diesen einen hier überwinden können. Weil wir dann auch hier rausgekommen wären. Okay, dann gehen wir halt einfach rauf. Und sind jetzt hier. Okay. Da oben sind irgendwelche diese Elektroteile. Da hinten ist eine Tür. Da hinten ist das. Ich weiß nicht, ob die aufgeht. Nein, tut sie nicht. Mann. Dann gehen wir halt mal zuerst auf die Balkone. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Schnell. Ah, scheiße, fast. Aber wo muss ich denn dann lang? Wo muss ich lang? Hier. Okay. Nein, Lava, Gestein. Und ich springe natürlich rein, was sich jetzt auch wieder gereimt hat. So, das war gut. Einmal rauf. Und einmal runter. Einmal rauf und einmal runter. So. Hä? Oh, hier ist ein Knopf im Boden. Aha. Okay. Ich bin ja nicht ganz so blöd, auch wenn ich manchmal so ausschaue. So. Dann wäre der Knopf hier... gedrückt. Eisbolzen. Haben wir denn hier wieder irgendwas Schönes? Wie wäre es, wenn wir uns kurz ausruhen? Ach, da kann ich gar nicht sitzen. Schade. Jetzt bin ich hier oben. Oh, jetzt muss ich da hinten hin. Das ist belastend. Wobei, ich glaube, es geht, oder? Oh, wenn ich nicht gerade wieder dahin... Hier ist wieder ein Knopf. Für wo? Für wo ist dieser Knopf? Lass mich mal hier hingehen. War ich hier oben schon? Aha, der Knopf ist für die Tür her, oder? Schauen wir mal, ob wir hoch oder runter gehen. Ah, wir sind oben. Das war easy. Das war überhaupt nicht schwer diesmal.
Ich glaube, das war es die anderen Male auch nicht, aber hallo. Die Niederauen, die Niederaue wird von einer Krankheit heimgesucht, ist überflutet von Galle und Bitterkeit. Kämpfe gegen das Miasma an und offenbare die Lichtungen, die sich darunter befinden. Unter allem Verfall liegt eine grenzenlose Wildnis von unermesslicher Schönheit verborgen. Cool. Dann habe ich jetzt zumindest auch für diesen Kartenabschnitt eine neue Warte. Dann kann ich also mein Zuhause hier dann wieder abreißen. Und von hier vielleicht kann ich darüber fliegen. Das müsste ja genau in die Richtung sein. Sollen wir das mal ausprobieren? Ich kann ja sonst immer wieder zurück. So, hier lang. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Wehe, ich lande wieder im roten Standort unten. Okay. Im Miasma, ja. Ach so, unterirdischer Grabeingang. Ja, blöd. Ich habe kein Irrlicht. Aber ich kann mir eine Fackel machen. Und sogar noch eine. Dann machen wir mal kurz zwei. Wo ist sie denn hier? Die tun wir mal hier hin. Ich glaube, das brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Und dann schauen wir mal ins Verderben. Wahrscheinlich wieder tausende Ratten und Skelette auf uns warten und irgendwelche blöden Spinnen. Und natürlich ist hier wieder der Geheimgang, wie im letzten Mal auch. Lass mich doch raus. Okay. Ah, da sind schon wieder diese Spinnen. Wah! Ekelhaft. Na, 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 na. Das kann weg. Na, 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 na. Das hier zerlegen wir. Den hier auch. Der Bogen ist stärker wie meine. Den halten wir mal noch. Hier hätte ich jetzt einen Zauberstab. Wie sieht es mit dem aus? 26, 20. Dann kommt der auch weg. Ja, zerlegen. Dann haben wir auf jeden Fall schon wieder dreimal Platz im Inventar. Ich wollte ja hier eigentlich diese Spinne looten. Puh, jetzt hat es mich schon wieder gerissen. Mein Gott. Und da wird es schon wieder dunkel. Sollen wir einfach mal ins Dunkle reinlaufen? Was passiert? Nix. Na toll. Oh. Das habe ich jetzt auch gerade nicht mitbekommen. Was ist los? Links und rechts hoch. Was ist hier drin? Nix. Wo kommen wir denn dann hoch? Oh. Grüß dich. Oh, da sind ja voll viele von denen. Weg. Und das Stundenglas werden wir gleich mal trinken. Könnte auch ein Name für einen neuen Cocktail sein, das Stundenglas. Ist auch wieder so einer. Ja, schmeißt deine komischen Knochengesichter. Oh, das mag ich nicht. Rucksack voll, aber was ist denn das daneben? Das kann mal weg. Was soll ich noch wegtun, ohne dass ihr mich schimpft? Da ist ja auch nochmal so eine. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Und? Ja, was ist das jetzt hier? Sollte hier irgendwas sein, oder? Scheinend nicht. Aber das ist doch doof, weil
Wo sollte denn sonst was sein? Unterirdischer Grabeingang. Leute, übersehe ich schon wieder irgendwas? Aber hier ist doch nichts. Nirgends. Oder ist da was? Ach, wartet mal. Ich habe ja eine Idee. Ich nehme es mal. Ach so, das ist nur dieses blöde Beschwörungsgefäß. Wenn ich Bomben nehme und dann mal kurz hier Bomben hinschmeiß. Passiert dann irgendwas? So, jetzt habe ich sowieso keine mehr. Und jetzt ist einfach nur das Ding hier kaputt gegangen. Das verstehe ich nicht. Ist da irgendwas? Ist da irgendwas? Naja, gut. Ich sehe jetzt hier nichts mehr. Deswegen werde ich natürlich jetzt auch wieder zurückgehen. Weil, wohin soll ich denn sonst gehen? Hier ist ja auch nichts. Wahrscheinlich ist hinter irgendeiner Steinmauer irgendwas. Habe ich recht? Weil der Weg ist eigentlich recht easy. So, hier ist ja nichts. Das heißt, wir gehen hier wieder zurück. Und hier sind wir schon wieder am Anfang. Na gut, dann einmal wieder raus aus dem Miasma. Beziehungsweise muss ich jetzt mal gucken, wo wir denn am besten lang gehen. So, jetzt geht es natürlich hier oben weiter. Erstmal würde ich gerne aus dem Miasma raus. Dann gehen wir mal den Weg hier hoch. Ich denke, dann sollte ich gleich draußen sein. Oder auch nicht. Komm schon. Oh, was haben wir denn da jetzt? Oh. Öffnen. Schließen. Tschüss. Bin ich immer noch im Miasma? Ja, scheiße. Ich muss hier irgendwie raus. Komme ich denn da oben raus? Hier geht's weiter. Ja, hier. Chillig. Was haben wir denn hier für einen komischen Türmchen? Für ein komisches Türmchen? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Nee, gut, wisst ihr was? Dann gehen wir mal kurz dorthin, reißen das ab, gehen zu dem anderen, reißen das ab, damit ich das nicht schon wieder vergesse, bevor ich dann irgendwann keinen Altar mehr zur Verfügung habe. Flamme tilgen. Genau, dann haben wir die getilgt, dann gehen wir noch hier hin. Hallo. Hallo, ich bin ein Frosch. Flamme tilgen. Ich hoffe, man hört kein Geschmatze. Dann würde ich, glaube ich, sogar nach Hause reisen. Und dann können wir nämlich von zu Hause vielleicht hier so runterdüsen zu dieser Geschichte. Ja, ich glaube, das machen wir. Und währenddessen noch ein Froschi. Dann können wir nämlich auch mal ganz kurz reparieren. Und die Kisten leeren. Okay, ich habe jetzt mal die Kisten leer gemacht. Jetzt gehen wir mal kurz hier und verbessern diesen Waldlangbogen. Dann hat er jetzt nämlich 17 Kraft und unsere hat 14. Erhöht den Hinterhaltsschaden, erhöht die Crit und erhöht dann nochmal den Hinterhaltsschaden. Und der
Plus 3 Feuermagie und erhöht Chance auf Crit um 5%. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, was besser ist. Ich würde, glaube ich, sagen, dass ich mir den alten auf jeden Fall mal aufhebe und mal den neuen mitnehme. Und dann mal wieder eine Runde pennen gehe. Und noch ein Fröschchen esse. Nom nom. Juti. Dann düsen wir einmal durch den Hinterausgang. Müssen ja dann theoretisch einfach nur so in die Richtung, oder? Ja, so ziemlich. Komm ich da hoch? Jawohl, ja. Geh weg. Ist die Frage, ist es da hinten oben? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wenn wir da vorbeilaufen, dass wir dann hinkommen. Also einmal quasi in diese Richtung. Und einfach mal hier lang gedüst. Beziehungsweise natürlich, Leute. Ich habe es nicht vergessen. Aua. Oh, falsche Waffe. Mit der Spitzhacke. Dann hätte ich ein bisschen länger pickeln können. Ich war ja gerade beim Essen, oder? Ja. Na los, trink noch was. Gut. Da ist auch noch mal einer. Hat er uns gesehen? Ja, erstmal heulen, damit er sich hier mitteilen kann. Erst heulen und dann winseln. Naja. Genau, und dann müssten wir ja eigentlich einfach nur hier lang. Ich mag nochmal auf die Karte schauen. Genau. Einfach nur den Berg. Jetzt weiß ich halt nicht. Muss ich jetzt hier hoch oder kann ich unten bleiben? Wir gehen einfach mal rauf, weil von oben kann man ja auch runterfliegen. Ich bin ein ganz schlaues Kerlchen, nicht? Jetzt sind wir hier bei dem Refugium, wo wir aber schon waren, glaube ich, oder? Hier ist nochmal so ein Buka-Segen. Den nehme ich jetzt einfach mal mit, auch wenn ich nicht weiß, was er bedeutet. Ich glaube, wir waren schon mal hier. Aber ich kann sie sammeln. Also anscheinend noch nicht. Oder kann man die öfter sammeln? Ja, keine Ahnung. Wer bist denn du? Und warum bist du plötzlich hier? Sag mal. Wir müssen auf jeden Fall nach da weiter. Oh, hier sind viele, viele Äste und Sträucher. Die nehmen wir gleich mal mit. Ich glaube, ich düse hier lang. Halt, bevor ich irgendwas tue, hier das Ding anmachen. Was haben wir denn hier für ein schönes Lager? Erstmal durchsuchen wir das hier. Wasser und Fellfetzen. Obeliskeninschrift. In der Tat weist der Obelisk dieselben Zeichen auf wie jene, die wir im Ödland untersucht haben. Dies bedeutet auf ein formales Schriftsystem hin, das aus Logogrammen und Silbenschrift besteht, was meine Hypothese nur bestätigt. Bestimmte Lexigraphen wiederholen sich, was auf einen thematischen Konsens hindeutet oder auf einen begrenzten Wortschatz. Ich sehe jedoch einzigartige Zeichen, die auf dem östlichen Obelisken nicht zu sehen waren. Ein Dialekt?
Wie üblich kann ich die Sprache nicht entziffern, enttäuschend, aber nicht überraschend. Lorraine Krim. Ich glaube, von der habe ich bis dato noch nichts gelesen. Hier sind drei Vasen für den Hasen. Und Harz drin. Ach so. Obelisk der Erbauer. Auf das die Flammen geborenen Schutz bieten. Unvorhergesehen, die Menschheit ist vergänglich. Nichts als ein kurzer Moment, ein längst getätigter Atemzug, ein Blinzeln. Und dennoch, trotz ihrer Sterblichkeit haben sie Feuer erschaffen, eine eigene Flamme, die dem bevorstehenden Sonnenaufgang entgegenleuchtet. Ich möchte plündern. Gibt's noch was? Nee. Na gut, dann haben wir ja das jetzt auch schon erledigt. Und hier unten haben wir gleich noch den nächsten, die südliche Karawane. Ihr müsst mal gucken, wie viel ich jetzt tatsächlich... Hey, was ist das jetzt hier? Oha, das war da vorher noch nicht und das hier unten auch nicht. Und das hier oben auch nicht. Und das hier unten auch nicht. Oha, wie gemein ist das denn? Da tauchen auf einmal Endviele auf. Ja gut, Leute, ich denke mal aber, dass ich den Part dann hier auch beenden werde. Diese ganzen anderen Fragezeichen, die hier sind, die machen wir auf jeden Fall auch noch, nur wahrscheinlich eben im nächsten oder übernächsten Part. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Bye!